Hallo, Baby Bella, alles okay? Klar. Gut. Entschuldigung, könnten Sie 5 Minuten auf meine Tochter aufpassen? Es dauert nicht lang und sie schläft auch ganz lieb. Okay. Sehr witzig. Wunder. Hat man dir ja gar nicht angesehen. Nein, habe ich nicht. Außerdem warst du diese Woche dran mit. Wow. Wow. Willst du mich verarschen? Ja, gleich kommt die Mama wieder. Soll ich mal? Gerne. Na, du kleine Maus. Da ist ja ein Naturtalent am Werk. Hey, ich kann gut mit kleinen Kindern. Was denn? Dankeschön. Bitte schön. Ah, wie ich mich erstmal drum kümmern werde, wenn wir so ein Kind haben. Hat man ja bei deiner Tochter gesehen. Wie alt war die noch gleich? 17? Und du hast dich nicht um sie gekümmert? Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber daraus kann man ja lernen. Okay, Jungs, ich weiß es zu schätzen, dass ihr euch zusammenrauft. Und ich verstehe auch, dass ihr mir damit helfen wollt. Ich weiß trotzdem noch nicht, ob ich dieses Kind bekomme oder nicht. Und bis ich es weiß, möchte ich einfach meine Ruhe, okay? Ja, aber du schuldest. Aber schon, dass du mit mir über alles reden kannst, ne? Ja, aber es ist wirklich alles gut. Du warst vorhin auch schon so komisch mit Sascha und Andi. Bist du regelrecht abgehauen? Ich habe doch auf meinen Vater gewartet. Wie läuft's denn bei euch? Gut. Er wollte nur noch ein bisschen spazieren gehen nach der langen Autofahrt. Okay, ich war vorhin durch den Wind. Ich musste eine Entscheidung treffen, die mir nicht leicht gefallen ist. Und jetzt? Jetzt habe ich die Entscheidung getroffen und es geht mir besser. Okay, aber du willst nicht drüber reden. Ich muss los. Bella. Hey, Olli. Machst du mir ein Bier? Bella ist schwanger. Hat sie dir das erzählt? Das wollte sie doch niemandem sagen. Das hat sie gerade vergessen.
Scheiße. Dann will sie das mit der Abtreibung doch durchziehen. Ah, Herr Jakob, gut, dass Sie da sind. Sie müssen mit Bella reden. Was machst du hier? Wirklich, das ist sehr wichtig. Bella macht gerade einen großen Fehler. Ich verstehe, dass du aufgeregt bist, aber du kannst jetzt nicht mit meiner Tochter reden. Ich muss. Kapieren Sie das denn nicht? Du musst dich jetzt erstmal beruhigen, Mann. Nein, Bella darf das nicht machen, weil... Bella hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. So ein Schwachsinn. Wenn sie das macht, dann ist einfach alles vorbei. Was ist dann vorbei? Eure Freundschaft? Nein, darum geht's doch überhaupt gar nicht. Bella hat Angst. Sie braucht Unterstützung. Die sie von mir und Frau Schneider bekommen würde. Bella hat sich trotzdem gegen dieses Kind entschieden. Ich lasse aber nicht zu, dass sie das macht. Bella, komm, mach die Tür auf, lass uns reden. Junge, komm, jetzt reiß dich mal zusammen. Nein, Bella wird ihres Lebens nicht mehr froh, wenn sie das macht. So eine Abtreibung, das ist einfach nicht sie. Und sie stehen einfach rum und machen gar nichts. Ist ihnen das völlig egal? Im Gegenteil. Und deshalb respektiere ich Bellas Entscheidung, denn sie muss damit leben. Darum akzeptieren wir beide auch, was auch immer sie tut. Ob dir das nun passt oder nicht. Ich will ihr nur helfen. Ich glaube, wir können beide ein Bier vertragen. Ich bleib hier und warte, bis sie die Tür aufmacht. Aber du klopfst nicht mehr. Bella? Bella, bitte. Ich weiß, dass du da bist. Komm, mach auf und lass uns darüber reden. Du hast noch Zeit. Du musst das nicht heute entscheiden. Bitte mach das nicht. Wenn du diese scheiß Pillen nimmst, dann gibt es kein Zurück mehr.